Wir haben einen Kompromiss gefunden mit der Einsatzreserve. Wir haben einen Kompromiss in der Regierung geeint. Und jetzt stellt sich die FDP hin und stellt das in Frage. Jetzt ist doch nicht die Zeit für Parteispielchen. Wer ernsthaft ein Interesse an der Versorgungssicherheit hat, der geht mit uns diesen Weg der Einsatzreserve.